Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video über das Handeln von Bitcoin-binären Optionen bei Bank to Swiss. Wir sehen hier das Trading Panel und finden sie unter Currencies bzw. ganz runtergehen unter Bitcoin. Hier. Leider momentan nur Bitcoin. Schön wäre demnächst noch mehr Kryptowährungen wie beispielsweise Ethereum und Litecoin und so weiter. Jedenfalls möchte ich heute kurz die Option hier vorstellen, also die Möglichkeit hier vorstellen. Außerdem kurz meine Strategie dazu oder eine Strategie dazu. Und dazu möchte ich noch einen kleinen Tipp geben. Für diesen Tipp benötigt man ein kostenloses Konto bei Livecoin zum Beispiel. Man kann auch eine andere Wechselstufe für Bitcoin nutzen. So, hier ist der MetaTrader 4 von Bank to Swiss. Auch hier findet man Bitcoin. Sowohl Bitcoin US-Dollar als auch Bitcoin Euro. Generell, nur so nebenbei, sieht man, dass der Forex bzw. CFD-Bereich bei Bank to Swiss auch sehr stark ausgebaut ist. Das macht das Ganze auch zum Forex-Handeln oder Aktienhandeln interessant. Ich finde persönlich durchaus interessanter als IQ-Option in letzter Zeit. So. Wir sehen hier den Bitcoin-Euro-Preis im 5-Minuten-Zeitrahmen. Bitcoin-Euro ist jetzt bei 338. 3338 und hier bei 39. Jetzt schaue ich nochmal. Ja, also hier ist definitiv der US-Dollar-Kurs angegeben. Also kann man das Bitcoin-Euro komplett hier ignorieren erstmal und nur Bitcoin-US-Dollar nehmen. So, hier findet man die Standardindikatoren. Ich persönlich nutze gerne die Stochastik, also den CCI. Außerdem nutze ich vor allem Trendlinien und Fibonacci. Ich persönlich. So, schauen wir uns mal. Gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Wir sehen hier, wir hatten hier oben erstmal einen Seitwärtstrend, der dann hier gebrochen wurde. Dann haben wir hier die erste Bewegung im Abwärtstrend, Gegenbewegung. Die zweite, wenn wir hier den Fibonacci einzeichnen, wenn wir hier den Fibonacci einzeichnen, dann sehen wir, dass der hier schon wieder komplett gebrochen wurde. Das heißt, die Einschätzung mit Abwärtstrend ist nicht richtig. Gehen wir mal weiter. Okay, das scheint das Ende vom Abwärtstrend zu sein. Man sieht hier auch, das sieht man besser in dem, dass wir hier schon sowas wie eine umgekehrte Schulterkopfformation haben. Das ist für gewöhnlich dieses Level, diese Linie hier gebrochen wird. Dann zählt das für gewöhnlich als Signal für einen steigenden Trend in dem Fall. Also würde ich hier jetzt wieder vom Aufwärtstrend ausgehen. Wir hatten hier jetzt natürlich erstmal eine starke Aufwärtsbewegung, das heißt, ich würde jetzt nicht direkt aufwärts handeln, das wäre gefährlich, sondern ich würde warten, bis hier die folgende Abwärtsbewegung wieder eingesetzt hat. Dann würde ich den Fibonacci anzeichnen, warten, bis die bei der 50 oder 38 ist und dann die Richtung weitergeht, gerade beginnt. Das wäre mein Einstieg in der Situation. Ich schaue mal in der Vergangenheit. Am besten funktioniert das Ganze im Abwärtstrend, im starken Trend, Entschuldigung. Abwärts oder aufwärts ist egal, Hauptsache ein starker oder gleichmäßiger Trend. Wir sehen hier, haben wir eine Bewegung in Trendrichtung, in dem Fall im Abwärtstrend. Ziehe ich den Fibonacci drüber und bei der 50 oder 38, je nachdem, warte ich auf den Umkehrpunkt. Dann hätte ich hier zack nach unten gehandelt. Zur Bestätigung nutze ich hier in der Stochastik diese Kreuzung. Also ich wäre im Grunde hier eingestiegen mit einer Auslaufzeit von 2,5 bis 3 Mal den Zeitrahmen. Jetzt im Moment, das ist hier so eine Sache. Wie gesagt, in der Situation würde ich hier auf eine Gegenbewegung warten und erst das Ende der Gegenbewegung halt handeln. Mehr dazu findet man auch in meiner Trendfolgestrategie zum Beispiel. Oder hier auf YouTube. Ich bin mit Bank to Swiss insgesamt sehr zufrieden. Sowohl mit dem Forex-Segment als auch mit dem binären Optionssegment. Gucken wir mal kurz nach Auslaufzeiten. Die sind hier stündlich. Also immer eine Stunde. Die könnten ein bisschen kleiner sein. Mindesthandelsbetrag ist 25 Euro oder US-Dollar. Und Gewinn ist momentan 69%. Das ist auch nicht die Welt. Allerdings ist der Vorteil bei Bitcoin eben, dass die Volatilität sehr, sehr,
sehr, sehr hoch ist. Wenn wir kurz hier zu Livecoin gucken, das ist wie gesagt ein Bitcoin-Broker oder Krypto-Broker. Hier mal auf die Tage gehen. Dann sehen wir, dass er hier am 27. Juli bei zwischen 1,8 und 2,1 hat. Und hier am 24. August, also circa einen Monat später, sind wir schon bei 3,9 bis 4,2 US-Dollar. Also 1000 US-Dollar. Zum Beispiel. Ja, und auch wenn man es im 30-Minuten-Rahmen hier betrachtet, dann haben wir hier den 22. Dann sind wir bei 3,9. Kurz danach sind wir hier bei 3,8. Man sieht hier, dass innerhalb von 30 Minuten der Bitcoin-Preis um fast 200 US-Dollar schwankt. So, kommen wir noch zu einem kleinen Vorteil bei Bitcoin. Wie man hier sieht, habe ich ja Widerstands- und Unterstützungslinien eingezeichnet. Um die zu finden, gibt es einen kleinen Trick, den man nutzen kann. Das klappt nicht immer, aber kann ab und zu ganz gut helfen. Ich bin hier auf livecoin.net. Das bin ich auf Bitcoin US-Dollar. Da scrolle ich runter. Dann habe ich hier einmal die Pending Order fürs Verkaufen von Bitcoin und hier fürs Kaufen von Bitcoin. Und hier unten sehe ich, wie viel das total ist fürs Verkaufen und wie viel das fürs Kaufen insgesamt ist. Da sieht man schon, dass sich das stark unterscheidet. Insgesamt sind 79 Bitcoin hier zum Verkaufen angeboten und 499 Bitcoin, die andere Leute kaufen wollen. Man sieht hier diese Balken, die zeigen nochmal grafisch, wie viel Wert auf diesem Wert oder in dieser Order liegt. Man kann jetzt zum Beispiel hier, ist sehr viel Verkaufskraft auf bei 4016 US-Dollar und 4017 US-Dollar, während hier relativ viel Verkaufskraft bei 3897 und 3890 ist. Zum Beispiel, hier oben ist auch noch mal ein bisschen. Die Preise unterscheiden sich etwas von den Preisen bei Bank to Swiss, da die Preise hier ausschließlich von den Orders auf dem Broker gemacht werden. Ich werde demnächst noch nach einer Seite gucken, ob ich eine finde, die alle Orders hier zusammenfasst. Das wäre natürlich perfekt. Dann hätte man den wirklich realen Wert für Widerstand und Unterstützungslinien bei Bitcoin. Insgesamt kann man aber hier raus schon viel ziehen. Aus den beiden Werten. Also, es ist eher wahrscheinlich, dass Bitcoin steigt, als dass es sinkt. Auf jeden Fall. Anhand der Tabellen kann man dann ganz einfach ablesen. Hier haben wir recht viel Aktivität bei 4016. Das habe ich hier oben eingezeichnet. Und hier ist recht viel Aktivität bei 3897 und 389. Das habe ich hier unten eingezeichnet. Auf die Art und Weise kann man bei Bitcoin nochmal einen extra Vorteil rausziehen. Wie gesagt, ich suche nochmal nach einer Seite, das beides zusammenfasst, dass man bessere Werte noch bekommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.